Hallo und herzlich willkommen zu Schrank TV, direkt aus Leipzig. Diese Sendung heute ist spontaner als alle anderen, die wir jemals hier gedreht haben. Ich komme auf dem direkten Weg, gerade vom Messegelände. Mein Verlag ist dort mit einem Stand vertreten. Leipzig ist in einem Megastau gewesen. Wir stehen jetzt hier und ich gebe euch 1:1 gleich die Eindrücke mit, die ich dort empfangen konnte auf dieser Messe, da ich noch nie dort war. Erstaunlicherweise war mein Stand genau 10 Meter entfernt von dem Stand von ARD. Ein riesen Stand. Und die Leute, die meine Publikation lesen und auch meine Sendung sehen, die wissen, dass Heiko Schrank seit knapp 4 Jahren kein Fernsehen geguckt. Jetzt stellt euch bitte vor, den ganzen Tag höre ich von links 10 Meter entfernt, wie ein Politiker nach dem anderen kommt, auf der Couch sitzt bei ARD und die ganzen Geschichten erzählt über die Flüchtlinge, und in jedem dritten Satz habe ich mit einem Ohr immer wahrgenommen, wir müssen die AfD bekämpfen und wir müssen alles tun im Parlament. War unerträglich, was ich dort erfahren musste. Und das Interessante war dabei, dass unzählige Leute auch an meinen Stand kamen, die jetzt die Publikation oder mein Newsletter lesen und haben mir gesagt, Herr Schrank, was läuft hier eigentlich ab? Wir leben doch in einer parallelen Welt. Und ich musste eins feststellen, gerade aktuell, dass viele Leute, die sich als wissend bezeichnen oder sie sind der Meinung, sie sind erwacht, sind völlig frustriert. Sind völlig frustriert, weil sie sagen, uns kommt es langsam vor, dass ein Deutschland ist quasi wie so ein Auto, was unterwegs ist auf der Autobahn. Am Steuer sitzt Angela Merkel und fährt aber auf der falschen Spur als Geisterfahrer. Und auf einer Seitenlinie sind andere, die das schon lange gesehen haben, ob nun Professoren, Akademiker etc., die sagen, wenn das so weitergeht, dann fahren wir irgendwann mal gegen eine Betonmauer. Und diese Leute, die sich abseits des Mainstreams auch informieren, die haben irgendwie den Eindruck, dass diese Geisterfahrer, also die Bundesregierung mit Angela Merkel, sogar noch Vollgas gibt. Eigentlich ist es kein Auto, es ist quasi so ein Panzer, mit dem alles platt gemacht wird. Und die Propaganda, die ich live gerade miterleben musste, die ist ja auf Hochtouren. Wenn man sich überlegt, gerade ganz frisch Wahlergebnis, AfD hat ja ein relativ großes Ergebnis erzielt in Sachsen-Anhalt. Und wenn man den Namen schon sagt, dann zittern ja schon einige vor dem Bildschirm. Weil der Name polarisiert momentan in Deutschland wie kein anderer. Die Leute, die, wie gesagt, meine Publikation und mich kennen, wissen, dass ich Buddhist bin, gehöre keiner Partei an, habe auch keine politische Richtung. Und deswegen sage ich, man sollte mal die Vogelperspektive betrachten. Wenn ich aber sehe, dass dieser Stand, der links neben mir dort war, selber noch vor ein paar Tagen ein Ergebnis auch veröffentlicht hat, mit den 7 Parteien in Sachsen-Anhalt, Platz 1 und Platz 7. Jetzt sag mir, wie kann das sein? Beim Leistungssport überall wird Platz 1 bis Platz 7, je nachdem, wie schnell derjenige gerannt ist, übermittelt. Aber in diesem Fall wird die AfD auf Platz 7 genannt. Warum? Na, weil sie das Letzte ist. Weil sie das Letzte ist, wird sie als das Letzte auch gebracht. Das sind die subtilen, unbewussten Schichten, auf die eingegangen wird. Aber die meisten merken das gar nicht. Und momentan ist ein riesengroßer Propagandakampf im Gange. Ich habe gerade eine Mail bekommen, heute früh noch im Hotel, bevor wir losgefahren sind zur Messe, von jemand, wir kriegen am Tag ca. 100 Mails, von jemand, der lebt in Russland, ist ein Deutscher, der arbeitet dort bei einer Firma und schreibt, Herr Schrank, seit Jahren arbeite ich dort drüben, und als ich mir die Berichterstattung in den Medien dort angeschaut habe und verglichen habe mit dem, was man uns erzählt, auch hinsichtlich der deutschen Geschichte, das ist völlig konträr. Und er hat gesagt, das ist doch nur Propaganda, und hat angefangen auf einmal die Sache zu hinterfragen und zu analysieren und schrieb in dieser Mail, und er musste mit Entsetzen feststellen, nachdem er selbst geforscht hat, dass es richtig ist. Das ist also quasi, dass man uns hier in Deutschland belügt. Und er hat nur geschrieben, dass er komplett den Mainstream meidet und nur noch alternativen Medien schaut. So, und das ist diese Stimmung, die momentan abläuft. Auf der anderen Seite kommen immer mehr Lügen ans Tageslicht. Der Schmutz, der kommt immer mehr hoch. Der wird immer mehr offensichtlicher. Aber auf der anderen Seite, die Politiker, die sich ja demokratisch nennen, von denen ich ja einige heute sehen konnte, immer mit dem linken Ohr, ich konnte mir leider kein Oropax reinstecken, um das ertragen zu müssen. Diese Politiker machen nichts anderes als die Öllampenzukleber, die kleben letztendlich immer nur die Öllampe zu,
weil über die Ursachen wird nie gesprochen, die letztendlich im Motorraum sich befinden würde. Da wird mal ein rosa Klebstreifen genommen oder mal ein schwarzer. Man debattiert über alle diese Dinge, aber nie, man geht nie an die Ursache. Und in diesem Moment fängt auch keiner an, nachzufragen, dass beispielsweise Anfang dieser Woche Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister mal wieder einen riesengroßen Waffendeal mit Saudi-Arabien abgeschlossen hat. Obwohl die Europäische Union, in dem Fall das Europäische Parlament, selbst noch Ende Februar entschieden hat, dass ein Waffenembargo gegen Saudi-Arabien verhängt wird. Aber das gilt natürlich nicht für die Nationalitäten, in dem Fall für Deutschland. Das ist kein Problem. Das ging wieder ganz schnell durchs Parlament. Und Sigmar Gabriel ist ja auch die Person, der viele Bürger als Pack bezeichnet, permanent beschimpft. Also jemand, der 2013 noch, bevor er oder wo er in dem Moment Wirtschaftsminister wurde, sagt, es ist eine Schande, dass Deutschland zu den größten Rüstungsexporteuren der Welt gehört und knapp 2 Jahre später Deutschland doppelt so viel exportiert als zuvor. Diese Leute zeigen gerade mit dem Finger auf die AfD und auf wen auch immer. Was aber viel gefährlicher ist und wo so gut wie gar nicht drüber gesprochen wird, ist die Planung des Bargeldverbotes. Das ist der entscheidende Punkt, der momentan geplant wird. Am 27.05. letzten Jahres habe ich im Newsletter, im Internet ist ja drin, hinsichtlich des Bilderberger Treffens schon geschrieben, das Bargeldverbot und die Flutung der Flüchtlinge in Europa auf der Agenda steht, zu einem Zeitpunkt, wo das überhaupt noch nicht aktuell war. Die Situation sieht wie folgt aus: Wenn das der Fall wird oder sein sollte, dann brauchen die Banken noch nicht mal die Mindestreserve von 1-2%. Dann können die Notenbanken ihre Bilanzen aufblähen bis ins Unendliche. Jeder Bürger ist kontrollierbar, das ist der Plan, der verfolgt wird. Sie können Strafzinsen, Negativzinsen verlangen, wie Sie wollen. Wenn Sie es jetzt machen würden, würden die Leute das Geld vom Konto abholen, dann werden einfach bis 4% abgebucht. Das ist ein Rückfall in die absolute Sklavenhaltergesellschaft. Wir haben erkannt, dass das Federal, also dieses Giralgeldsystem ja nicht funktioniert. Ich sage nur 2008, Lehman Brothers Pleite, Hypo Real Estate etc. Haben wir alles erlebt. Aber was machen wir? Es wird immer noch mehr Öl ins Feuer gegossen und versucht, eine Sache zu beheben, was aber nicht geht, weil das Grundübel ist das System. Deswegen haben wir auch keine Finanzkrise, sondern unser System ist einfach mal völlig krank. Und in diesem Zusammenhang auch bemerkenswert ist der Chefpropagandist Klaus Kleber, der sich hingestellt hat und erstmal die Werbetrommel gerührt hat für den RFID-Chip. Das ist eine tolle Sache, ne? Wenn jeder einen Chip trägt, dann können wir eigentlich muss Arm rüberziehen beim Einkaufen über einen Scanner. Wir können natürlich auch nicht mehr überfallen werden, Bargeld kann nicht gestohlen werden. Diese Geschichten, diese Märchens erzählen sie den Leuten im Fernsehen. Interessant ist dabei, dass noch vor 20 Jahren die Leute, die gesagt haben, irgendwann wollen die uns einen Chip einsetzen, die wurden belacht, ausgelacht, als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Jetzt stellt sich das Mainstream hin und erklärt uns, wie toll das ist. Das sollte man im Zusammenhang mit dem Bargeldverbot sehen, was hier letztendlich abläuft. Deswegen ist der Punkt der, dass wir uns mal überlegen sollten, ob wir wirklich so wichtig sind. Viele fragen mich, wie findest du überhaupt noch Ruhe in diesen turbulenten Zeiten, wo alle dem Wahnsinn nahe sind? Da habe ich ein tolles Interview gesehen von Alexander Gerst, dem Astronaut und Astrophysiker. Absolut beeindruckend, der die Erde gesehen hat aus der Entfernung und beschrieben hat, dass es eigentlich ja, so ein kleiner Fleck nur ist im Universum. Und wie er mit eigenen Augen sehen konnte, wie am Amazonas Brände ohne Ende, die Brandrodungen, die dort ohne Ende stattfinden, die teilweise Kilometer weiß die Rauchschwarm hoch an den Himmel steigen. Er hatte gesehen über Gaza, wie die ganzen Raketen von Israel rübergeflogen sind und er hat sich gesagt, oh weia, wie instabil ist doch dieser kleine Ort, diese Erde. Und deswegen hat er auch erkannt, egal wo man an der Erde irgendetwas tut, denn nach Kausalitätsgesetz auf der anderen Seite gibt es eine Wirkung. Und ich glaube, das ist viel wichtiger. Es ist an der Zeit, dass wir uns dem eigentlich mal bewusst sind und von diesem links, rechts, oben, unten denken einfach mal loslassen davon. Und ich bitte euch, weil ihr seid es wirklich die Wichtigsten. Ich habe es heute bei der Messe erlebt. Wir werden immer mehr. Teilt dieses Wissen bitte mit Freunden und Bekannten. Empfehlt auch diesen Sender weiter, Noviso TV und auch alternative Medien. Weil ihr wisst doch, wer gegen den Strom schwimmt, der gelangt lang zur Quelle
weil nur tote Fische, die schwimmen mit dem Strom. Euer Heiko Schrank. Leben wir in einer Matrix? Gibt es eine parallele Realität? Wer steuert uns? Wer sind die Puppenspieler unserer Politmarionetten? Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Die meisten werden sofort als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt. Bekannte Gesichter leben noch gefährlicher. Ich habe es satt, wie uns die Medien belügen, wie sie alles manipulieren, weil Verschwörer größere Eliten die Macht besitzen. Seien Sie nicht länger ein von den Massenmedien gleichgeschalteter Bürger. Wehren Sie sich, informieren Sie sich, blicken Sie mit offenen Augen über den Tellerrand. David Rockefeller sagte, manche glauben gar, wir seien Teil einer geheimen Kabale, die entgegen die besten Interessen der USA arbeitet. Charakterisieren mich und meine Familie als Internationalisten und Verschwörer, die gemeinsam mit anderen weltweit eine intrigierte, globale politische und wirtschaftliche Struktur schaffen. Die einheitliche Welt, wenn Sie so wollen, wenn das die Anklage ist, dann bin ich schuldig und ich bin stolz darauf. Erschienen in seinen Memoiren, kann man kaufen, Seite 405. Erkennen, erwachen, verändern. Der dreiteilige Vortrag zu dem Buch Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen, wird Ihr Weltbild auf den Kopf stellen.